So, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Du hast dich wahrscheinlich schon gefragt, wie kann ich denn Affiliate-Links, ne? Beim Amazon Partnerprogramm kann man ja sogenannte Amazon Affiliate-Links erstellen, also quasi ein Link, wo du draufklickst und dann bekommt derjenige eine kleine Provision, auch wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Artikel kaufst und die entstehen, und das finde ich eben das Tolle daran, gar keine Mehrkosten, also wenn ihr irgendwas über Amazon bestellt, könnt ihr natürlich, müsst natürlich nicht, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gern unten in der Videobeschreibung, habe ich das in jedem Video drin, einfach mal auf einen Affiliate-Link klicken und da könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen. Und euch entstehen, wie gesagt, dadurch keine Mehrkosten, weil die Differenz zahlt Amazon. Jetzt ist es aber so, dass mich einige auch gefragt haben, naja, wie kann ich denn Affiliate-Links erstellen? Ganz, ganz früher war das unheimlich kompliziert, jetzt geht es furchtbar einfach. Du loggst dich ganz einfach bei Amazon im Partner-Dashboard, sage ich mal, ein. Und wenn du eingeloggt bist, dann suchen wir jetzt hier mal auf der Amazon-Seite nach irgendeinem Artikel. Ne? Sagen wir jetzt mal World of Subway zum Beispiel. Und mich interessiert jetzt hier Volume 4. Und sehe ich hier U-Bahn-Simulator Volume 4 New York. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf klicke, dann habt ihr hier oben eine, ich sag's mal, eine Ribbon-Bar, eine Bannerleiste. Und da habt ihr den Punkt Link erstellen. Text, Bild, Text plus Bild. Ne? Also je nachdem, wo ihr das Ganze einbinden wollt, auf eurer Homepage zum Beispiel oder so, kann man das ja auch machen. Und wenn ich jetzt hier auf Text klicke, dann wird mir hier ein Link erstellt mit der Store-ID, in dem Fall hier, mit der Tracking-ID. Und in dem Fall wäre das jetzt hier dieser Link. Wenn ich jetzt hier auf vollständigen Link anzeigen klicke, dann sieht der hier so aus, aber wir wollen hier den kurzen Link und den kann man dann ganz einfach in der Videobeschreibung einpacken. Und ja, mich würde mal interessieren, was haltet ihr von diesem System von Amazon? Findet ihr es sinnvoll oder sagt ihr eher, das ist der letzte Müll? Wir können gerne mal in den Kommentaren drüber ein bisschen diskutieren. Und eben, da macht ihr einen Rechtsklick kopieren. Und auch ich zeig euch auch, dass das Ganze auch geht. Wenn ich nämlich hier die URL so einfüge, dann komme ich auch am Ende genau bei dem dann raus. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wir können gerne in den Kommentaren auch mal drüber diskutieren, was ihr so von dieser ganzen Sache haltet. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal was bestellt, das über meinen Link macht. Aber ihr müsst natürlich nicht. Also fühle ich euch bitte nicht gezwungen oder so. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!